Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt zur Kampagne Operation Market Garden. Wenn wir nochmal kurz ins Hauptmenü gucken, stellen wir fest, die wird hier geführt als Kapitel 1 Operation Market Garden, was daran liegt, dass es noch ein Kapitel 2 gibt, nämlich die Befreiung von Caen. Ersteres ist die Kampagne der Panzerelite und letzteres die Kampagne der Briten, was nichts anderes bedeutet, als dass wir hier bei Opposing Fronts zu Hause sind, dem ersten Add-on zu Company of Heroes. Yes. Die erste Mission führt uns nach Wolfese. Wolfese, Niederlande, 17. Dezember 1944. 13 Kilometer von Arnheim beginnt die Kampfgruppe Leer unter klarem Himmel mit der Manövervorbereitung. Ja, das ist der Begleittext zu dieser Mission. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Schwierigkeit ist natürlich Experte jetzt und auch bei den nachfolgenden Missionen. Entschuldigung. Ja, hier sieht man auch schon sehr schön, wo das Ganze spielt. Im Großen und Ganzen ist der Handlungsrahmen, also die Operation Market Garden der Alliierten mit dem Ziel, den Rhein zu überschreiten und im Zuge dessen eben die Brücken bei Arnhain und Nimwegen zu erobern, die hier oben ja auch eingezeichnet sind. Yes. Das ist so im Großen und Ganzen der Handlungsrahmen. Zumindest so grob. Denn Kampfgruppe Leer in diesem Sinne gab es nämlich nicht. Was es gab, war eine Panzerleerdivision. Entsprechend weiß man halt auch nicht genau, woran die PE sich eigentlich orientiert. Also wahrscheinlich nicht einfach nur an einer Einheit, sondern an unterschiedlichen Einheiten eben dieser Panzerleerdivision. Allerdings genauso gibt es Hinweise, dass es eben eine Beziehung zur sogenannten Kampfgruppe von Tettau gibt, die ein gewisser Hans von Tettau, seines Zeichens Kommandeur der SS-Schule in Arnheim, hauptsächlich aus ja, jungen, unerfahrenen Soldaten zusammengestellt hat und damit eben um Arnheim die Kämpfe eingegriffen hat. Auch da gibt es eben gewisse Bezüge zu. Das werden wir dann allerdings auch noch sehen. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal hier das schöne Intro an. Während der letzten 5 Jahre haben wir zur Sicherung neuer Lebensräume einen Großteil der europäischen Völker unterworfen. Damit ist es vorbei. Major General Voss, wenn ich kurz reinquatsche, gab es übrigens auch Dieser nicht. Haufen. Bezieht sich Was auf machen wir den nur mit dem? Voss aus Na, wer der bilden Sie aus? Tigerkommandant aus der ersten Kampagne von Vater Company hat of Heroes dich immer 1. schon für einen Optimisten gehalten. Kinder und alte Männer, die haben noch nie ein Gewehr in der Hand gehalten. Und doch sind sie das Beste, was wir noch haben. Erfreue dich am Krieg, solange es noch geht. Der Friede wird die Hölle. Denk an das, was Mutter immer sagte. Schaff dir den Himmel auf Erden. Wenn das der Himmel ist, kleiner Bruder, wie sieht dann erst die Hölle aus? Tja, und das sind unsere Protagonisten. Alle auf ihre Posten! Will die Volksgrenadiere haben. Zuhören, Kampfgruppe Leer. Besetzt die Flugabwehrgeschütze und schießt alle feindlichen Flugzeuge ab. Lustigerweise bleibt dieser Strafing Run, den wir jetzt hier gerade gesehen haben, der einzige, den wir die ganze Mission über vor Augen haben werden. Aber gut. Flugzeuge im Anflug. Feuern nach eigenem Ermessen. Ja, das ist echt ziemlich cool. Hier hin, schieß da ein. Da kommt gleich Kommandos. Da kommt Kommandos, Mann. Okay, er schießt schon. Boah, sehr gut. Vielleicht nicht die beste Idee, direkt vor einer Flak abzuspringen.
So eine 20mm Granate, wen die schon mal getroffen hat, der weiß, das tut weh. Und die 8-8 ist auch noch auf dem alten Stand, fegt also auch ganz gut Infanterie weg. Da ist eine Flugabwehrstellung, die bemannt werden muss. Eine Flugab, okay, dann muss ich die bemannen? Ich gehe mal davon aus, weil es sonst nicht weitergeht, ne? Ja, okay. Also taktisch klug steht die nicht unbedingt. So wie es bei Company of Heroes ist, dürfte die eigentlich gegen das Haus schießen, aber okay. Jagdbomber und Transporter sind auf dem Weg, um unserer Kampfgruppe Tod und Verderben zu bringen. Wir haben den Kontakt zu den anderen Divisionen und zum Hauptquartier des Feldmarschalls in Arnheim verloren. Anscheinend haben sie wie am D-Day zuerst unsere Kommunikation ausgeschaltet. Bis wir den Kontakt wiederhergestellt haben, verteidigt die Kampfgruppe Leerwolfhetze. Panzergrenadiere sollen an diesen Positionen die Flugabwehrgeschütze bemannen. Ich habe angeordnet, dass Fahrzeuge vom 113. Regiment den Kampf gegen die Kommandoeinheiten unterstützen. Ja, Oberkommando und Generalmajor Voss müssen alarmiert werden. Wenn der Feind bei Tageslicht Fallschirmjäger absetzt, wird das kein kleineres Scharmützel. Durchhalten. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Besetzt alle Verteidigungsstellungen. Stellt einen Verteidigungsring auf und wehrt sämtliche Angriffsverbände ab. Schützt die Flugabwehrstellungen. Okay. Machen wir doch gerne. So, praktischerweise gibt es hier auch einen ganzen Haufen leichter Maschinengewehre. Und ja, anscheinend darf ich pro 3-Mann-Trupp 2 Maschinengewehre haben, was natürlich eine ziemlich geile Feuerkraft ist. Ich bezweifle, dass es das jemals in dieser Form gegeben hat. So, jetzt sammeln wir mal die Geschütze noch gerade ein. Also einmal anklicken, dann gehören die hier uns. Hat halt den großen Vorteil, dass die dann wettbekommen können. Ah, da ist es auch schon vorbei. Popcap voll. Ah, kleiner Leck. Das ist auch in Ordnung. So, ich würde normalerweise niemals Offset ausgeben gegen einen Spieler, der ungefähr weiß, was er tut. Das ist halt, ja, weiß ich nicht, ziemlich riskant. Bei Company of Heroes geht es ja immer darum, dass die eigenen Einheiten am Leben bleiben. Deshalb Deathfed. In diesem besonderen Fall allerdings gegen die KI. Warum nicht? Ja, das ist gar keine so schlechte Idee mit dem Mörserbeschuss, da hatte ich auch gerade dran gedacht. Aber bitte nicht, dass diese Flugzeuge jetzt hier in die Flaks reinknallen oder in meine Einheiten, das ist ja auch ein bisschen ärgerlich. Ja, es war schon recht dicht dran, meine Freunde, das muss nicht unbedingt sein. Ah, jetzt habe ich schon zu wenig Popcap noch frei. Vielleicht hätte ich die Flaks lieber neutral lassen sollen, hätte ich mehr Infanterie haben können. Das ist halt nur die Frage, was ist wichtiger? Mehr Truppen oder Wett auf den Flachs? Mehr Truppen. Naja. Ist egal. Verlieren werden wir es wahrscheinlich trotzdem eher nicht. Das kann er ruhig machen. Da Granaten auf ACs werfen ist jetzt nicht so das Intelligenteste, was man gerade tun kann. Das ist eine sehr realistische Übung jetzt. Shared Veterans, die sei Dank, bekommt der Panzergrenadier auch ein bisschen was ab. Feine Sache. Na, Punkte kann man anscheinend nicht erobern, wie es aussieht. Schade, schade. Da kommen ein paar neue Fallis. Wow, Freundchen, pass auf, wo du hinschießt. Und ihr konzentriert euch mal bitte auf die Infanterie. Flachs haben wir ja nun wirklich genug. So, wo gab's jetzt Wett? Hier. Oh, das ging schnell. Ja, das Schöne an Kommandos, sie geben sehr viel Wett ab.
Krass. Ne, 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 ne. Ihr geht mal schön weg da. Nicht so nah an die Flak ran. Wow, wow, wow. Oh, super. Ganz großartig. Genau das hatte ich befürchtet, aber zum Glück scheint das Ding in der Nähe vom Hauptquartier zu sein, sodass es geheilt wird. Oh! Ja. Sehr nett. Ich hoffe, das Ding wird nicht ersetzt. Also wirklich wichtig wäre das jetzt eigentlich nicht. Ach, verdammt. Okay. Leider doch. Was will er? Okay. Ich krieg Zustände hier. Ah, die Flak fast wieder geheilt. Sehr schön. Und. Nur Jungs, schießen. Jawohl. Da ist noch was. Ein bisschen ungünstig, weil die 8-8. Kann ich auch nicht wirklich sagen, dass sie die angreifen sollen. Schade. Ja, los, mach platt. Gut, damit kann man jetzt schon feststellen, dass diese Operation, was die hier machen, wahrscheinlich die verlustreichste der Alliierten im gesamten Zweiten Weltkrieg war. blindes Flugzeug reinfliegen in die Flak rein. Könnte man vielleicht an der Stelle noch dazu sagen, dass die Flak natürlich niemals so effizient war. Ganz im Gegenteil sogar. Man hat irgendwann mal ausgerechnet, ich glaube... Der General der Jagdfliege hat das, hat diese Studie in Auftrag gegeben. Da ging es halt um die Frage, wie viele Schussmunition notwendig sind, um einen schweren alliierten Bomber vom Himmel zu holen. Also wir reden jetzt hier natürlich von der schweren Flak, von den 88 mm, beziehungsweise den 105 mm oder sogar den 112 mm. Moment. Ah! Oh. Welches Kaliber hat die? Es müssten 128 mm. Ja, 128 mm, genau. Sogar eine Zwillingsflak übrigens, also richtig große Kanonen. Ja, darum ging es halt, wie viel Munition da so von der schweren Flak benötigt wird, um so einen dicken Bomber runterzuholen. Und ich glaube, man ist bei mehreren tausend, so 8000 Schuss oder sowas gelandet und... Das heißt dann nichts anderes, als dass man im Endeffekt wesentlich mehr Ressourcen ausgeben muss, um diese gegnerischen Bomber runterzuholen. Wesentlich mehr Aluminium und so weiter, seltene kriegswichtige Rohstoffe, als man ja vom Gegner vernichtet. Dazu kommt natürlich, dass die Flak im Laufe des Krieges immer ineffizienter geworden ist, weil sich die Leistungsdaten der gegnerischen Flugzeuge gesteigert haben. So konnten dann manche Flak-Kanonen die gegnerischen Flugzeuge gar nicht mehr erreichen, weil sie einfach zu hoch geflogen sind. Ja, alles in allem ein bisschen unglücklich. Und im Endeffekt ist man halt bei dieser Studie zum Ergebnis gekommen, dass der einzige Sinn, den diese ganze Flak-Geschichte im Jahr 44 noch hatte, darin besteht, dass die Leute moralisch, also die Bevölkerung, den Eindruck hat, man würde etwas gegen diese Bombenangriffe tun können. Ja, das war dann der große Effekt im Endeffekt. Okay. Das sah auch sehr interessant aus. Ach ja, das. Ach so, hier läuft eine Zeit runter. Ich dachte schon, ich muss gerade fragen, wie lange das jetzt hier noch dauern soll, bis hier mal irgendwie was Interessantes passiert.
Okay, das sah interessant aus. Das zählt, okay. Sehr cool. Ja, jetzt habe ich hier meinen einen Hampelmann und keinen Popcap. Das ist doch super. Ich hätte die Flachs neutral, also bei der KI lassen sollen. Naja, nachher ist man immer schlauer. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir noch irgendwas rausgesucht vorher, was ich noch erzählen könnte. Ja, vielleicht generell noch, also die 88mm Kanonen, wie wir sie hier haben, Flak 36 in dem Fall. Gibt es auch noch andere Versionen, 18 ist, glaube ich, die erste, 43, 44, also im Grunde, ja, so ein bisschen nach dem Jahr benannt, in dem die entwickelt worden ist, beziehungsweise eingesetzt worden ist. Ist also eine schwere Panzer, ne, nicht Panzerabwehrkanone, ist es eigentlich ursprünglich eine Flugabwehrkanone, klar. Ist dann allerdings auch sehr gerne als Panzerabwehrkanone eingesetzt worden und das ist auch die Rolle, in der wir sie im Spiel in der Regel sehen. Als schwere Flugabwehrkanone ist sie natürlich für Kämpfe gegen Flugzeuge in hohen Höhen gedacht und eben nicht dafür, was sie hier eigentlich tut, nämlich diese wunderschönen Jagdflugzeuge abzuschießen. Das würde eigentlich gar nicht funktionieren. Okay. Das war jetzt auch sehr effizient. Nicht. Okay, es geht weiter. Sehr schön. Alle Posten der Kampfgruppe Leer melden, dass der Feind Halt gemacht hat. Es wurden Lastensegler gesichtet, die schwere Ausrüstung abladen. Entweder haben die Tommies vor, sich einzugraben, oder sie bereiten eine Offensive vor. Die Kommandoeinheiten wollen vermutlich nach Wolfetze vorstoßen. Wenn sie das Gleisgelände sichern, könnten sie von dort aus Arnheim angreifen. Die Kampfgruppe soll entlang der Schienen an diesen wichtigen Positionen in Stellung gehen. Besetz die 8-8 und schieß auf alle Fahrzeuge, die du siehst, Bruderherz. Rüste die Panzergrenadiere mit Panzerschrecks aus und erhöhe ihre Feuerkraft. Die Briten dürfen auf keinen Fall an Wolfhetze vorbeikommen. Okay, das geht jetzt natürlich nicht mehr, weil keine Waffenslots mehr frei sind und kein Popcap mehr da ist. Aber vielleicht können wir das Problem ein bisschen anders lösen, indem wir diese lustigen Lastensegler einfach mal offensiv wegräumen. Aus dem vorgelagerten Sektor. Wir haben 3 bestätigte Sichtungen von feindlichen Lastenseglern. Formieren und ihre Positionen angreifen. Die Briten werden die Lastensegler erbittert verteidigen. Schaltet sie aus, bevor uns ihre Einheiten überrennen. Ah, da ist einer. Okay. Das funktioniert ja nicht so wirklich gut, müssen wir an der Stelle sagen. Ja, so ein Dreck. Hoffentlich kann der Mörser das kaputt machen, weil sonst haben wir richtig Probleme. Dann müsste ich einfach meinen Trucks opfern und... Ja, und dann hier halt eine Schreck mehr holen. Das scheint auch nicht so wirklich funktionieren mit dem Mörser. Also eigentlich müsste der dazu in der Lage sein. Jetzt geht's. Anscheinend geht's jetzt. Okay, vielleicht war er auch irgendwie gesperrt oder sowas. Gut, sehr, sehr schön. Dann auf zum nächsten, würde ich sagen. AC, beste Einheit. Ich mag die PE eigentlich ganz gerne. Was vor allem auch daran liegt, dass ich einen Freund von diesem Glaskanonen-Konzept habe, was sie hier haben. Sprich, absolut beschissene Panzerung, aber dafür relativ viel Schaden einfach. Okay, jetzt scheint das schon wesentlich besser zu funktionieren. Ah ja, und jetzt kriegen sie auch die ACs hin, super. Da hätten wir auch noch ein paar Maschinengewehre. MG42 in dem Fall, auch ganz nett. So, wo ist der Mörser? Hier, glaube ich, ne? Da, genau. Diese Ratte. So, dann wird das auch erledigt. Hoffen wir mal, dass du das da auf die Ketten bekommst. Die Flak ist leer, das ist aber nicht schlimm. Das ist sogar ziemlich gut, weil dann können wir einen neuen Trupp anfordern.
Ist da wieder was? Zack. Ja, schon wieder. Oh je. Ja, die Flak hat echt einen schweren Stand. Das war's. Ausgezeichnete Arbeit, Kampfgruppe. Hauptmann Berger, die Lastensegler wurden unschädlich gemacht. Yes. Wir müssen mit allen Mitteln so Airpack. Der Feind unsere Linien durchbricht. Können wir diesmal so einen Schreck da holen. Hier Panzerwagen in Stellung bringen. Es sind Jeeps. Unsere Aufklärer melden feindliche Jeeps, die die Straße entlang fahren. Ja, dann machen wir das doch mal. Bei der Eisenbahnstation durchzubrechen. Da ist ja so ein Schreck vielleicht auch nicht das Verkehrteste, auch wenn die natürlich jetzt nicht die allerbesten Chancen hat, so einen Jeep unbedingt zu treffen. Okay, ja, die 8-8 wird es wahrscheinlich nicht einfacher machen. Aber solange ich sonst nichts machen muss und die jetzt nur hier ankommen, dann dürfte das handelbar sein. Problem wird es halt, wenn er jetzt hier auf die Idee kommt, woanders lang zu fahren. Jeep-Konvoi vernichten, okay. Ja, das schaffen wir. Die auch irgendwie blocken, dass sie hier. Okay, das sind wirklich einige. Aber das ist keine so schlechte Idee, hier alles hinzustellen. Kommt die womöglich echt noch durch. Das wäre natürlich oberpeinlich. Wir hatten da Wett gekriegt. Die Flak? Ach nee, das war schon. Ah, da ist er irgendwo, hier. Ah. Acht, acht. Du bleibst nur schön hier. Warum haben die hier Chiefs? Und wieso so viele davon? Und wieso fahren die einfach geradeaus durch und lassen sich abschießen? Das ist nicht logisch. Das ist auch nicht gut. Ist das jetzt auch wieder so eine Zeitsache? Nee, das scheint mir permanent zu sein. So, wo ist denn der Jeep hier irgendwo? Fährt links lang. Hallo, Jeep. Blockieren wir den mal ein bisschen. Man muss echt ein bisschen aufpassen. Die Chips machen natürlich auch ein bisschen Schaden an den ACs, das darf man auch nicht vergessen. Meint er jetzt das, was ich gerade tue, was ich schon getötet habe, oder kommt da noch was anderes? Na, fahren wir einfach mal hin. Ihr glaubt, ihr seid stärker als wir? Wir sind gekommen, um euch in eure Ärsche zu treten. Was ist los? Ha, 56 Kills. Hahaha, die haben zusammen schon einfach mal locker lässig eine Kompanie ausgeschaltet. Oh Gott. Da sind sie. Warum machen die das? Was? Wieso? Das ist nicht sinnvoll. Das ist wirklich nicht sinnvoll. Oh, ich könnte noch eine Schreck aufnehmen. Echt? Das geht? Ah, normalerweise geht das ja nur mit Upgrade. Zwei Schrecks. Panzer-Elite-Schreck ist übrigens schlechter als die von der Wehrmacht. Das ist ganz lustig. Nicht unbedingt sinnvoll, aber interessant. Oh, okay. Okay, okay, okay. Gib Gas, gib Gas. Darf hier nicht durch. Kann man die Truppe hier mal mit der Schreck ins Haus tun? Der Bereich ist gesichert. Zum nächsten Ziel vorstoßen, bevor
die Jeeps unsere Position flankieren können. Lass sie nicht vorbei. Die Jeeps ändern schon wieder ihre Route. Schon wieder? Östlich von unserer aktuellen Position. Ihr kennt das ja. Formieren und abmarschen. Ja, dann marschieren wir mal. So viel ist, da ist die Flak leer. Können wir die noch besetzen? Nee, können wir nicht. Vielleicht mal den Mörserwagen hinstellen. Ups, schön hier geblieben. Ah, was der mir an Schaden macht, ey. Was? Nein, halt. Nicht töten. Der hat Bett. Müssen wir jetzt wirklich mal reparieren? Kommt schon wieder so ein Schiff. Wo fährt er diesmal lang? Links oder rechts lang? Links, 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 lang. Aber da ist der Flak, das heißt, es geht ganz gut. Was der für einen Schaden macht, er ist echt unverschämt. Gut, aber da kommt er nicht durch. Lass meine Flak in Ruhe. Aber mal ganz ehrlich, also stellt nicht die Frage nach der militärischen Sinnhaftigkeit dessen, was der hier gerade tut. Das wäre keine gute Idee. Das sehr schön. Ey, Kampfabzeichen der Flak-Artillerie. Alle Chips vernichtet. Yes! Chip-Konvoi zerstört. Ja! Yeah. Unglaublich. Schaut euch das an. Vielleicht kommen noch mehr Chips. Vielleicht versuchen sie uns unter Chips zu begraben. Möglich wäre es zumindest, aber das erfahren wir dann erst in der nächsten Mission. Und ja, hier schon mal alles erfüllt. Super toll, großer Sieg und Kampfabzeichen der Flak-Artillerie auch bekommen. In diesem Sinne, ciao, ciao.